Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Painting-Tutorial. Wie immer einen großen Dank an Vallejo und an Warlord Games Germany für die Unterstützung dieses Videos. Und dieses Mal bemale ich ein Sonderkraftfahrzeug 234 Puma. Ich entschied mich für ein Panzergrau-Schema. Bei der Bemalung verwendete ich Vallejo Acrylfarben und Pigmente, aber auch einige AK Interactive Enamel Farben. Nachdem das Modell mit Schwarz chroniert wurde, trage ich mit German Grey die erste Grundschicht auf. Es folgt eine Akzentschicht Field Blue, dabei sollten die Schatten dunkel gelassen werden. Der letzte Akzent in der Farbmodulation ist ein 1:1 Mix aus Field Blue und Dead White. Danach überziehe ich das gesamte Modell mit Vallejo Glanzlack aus der Dose. Wenn der Lack einige Stunden getrocknet ist, überziehe ich das Modell mit einem 3:1 Mix aus White Spirit und Brown Blue Wash von AK Interactive. Farbpfützen sollten vermieden werden. Deswegen nur so viel Farbe wie nötig auftragen. Der Wash sollte sich nur in den Vertiefungen sammeln. Wenn der Wash getrocknet ist, reinige ich die Flächen mit einem sauberen Tuch und etwas White Spirit. Danach überziehe ich das Modell mit Liquitex Matte Varnish. Damit das Modell mehr Kontraste und Farbintensivität bekommt, mache ich einen ähnlichen Vorgang wie im Schritt zuvor. Da das Modell aber mit Mattlack überzogen ist, wird durch die spezifische Kapillarität vom Mattlack die Farbe aufgenommen, ähnlich wie ein Schwamm Flüssigkeit aufnimmt. In diesem Schritt ist es besonders wichtig, dass keine Farbpfützen entstehen. Mit einem feinen Pinsel trage ich Streaking Grime vor Panzer Grey auf. Mit einem großen Pinsel und etwas White Spirit lasse ich diese auslaufen. Mit AK Interactive Fuel Stains tusche ich die Treibstoffkanister.
Hier und da kann man ausgelaufenes Öl und Sprit darstellen. Dazu verwende ich Engine Oil. Abgeplatzte Farbe imitiere ich mit einem Schwämmchen und Vallejo Black. Einzelne Kanten werden mit Pale Gray Blue akzentuiert. Die Holzgriffe der Werkzeuge bemale ich mit Flat Brown. Schmutzablagerung und Dreck hinter den Reifen mache ich mit einem Mix aus White Spirit und Dakar Interactive Fresh Mud. Mit White Spirit aus der Airbrush lasse ich den Mix auslaufen. Auch sammelt sich dieser dadurch an den erwünschten Partien. Mit einem Mix aus AK Interactive Fresh Mud, White Spirit und Vallejo Burnt Umber Pigmenten überziehe ich die Reifen. Den gleichen Mix spritze ich auf die Seiten des Modells. Durch die Burnt Umber Pigmente entsteht der Eindruck von getrocknetem Dreck. Mit einem Tuch und White Spirit säubere ich nochmal die Reifen. Auch wurden mittlerweile die Decals aufgetragen und das Loch in der Kanone gebohrt. Mit White Spirit und reinen Burnt Umber Pigmenten tusche ich nochmal über die Reifen. Und das Modell ist fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert meinen Kanal, schreibt mir gerne Kommentare und bis zum nächsten Mal.